Brandenburg an der Havel. Die Stasi vermutet immer noch, die Eigendorfs könnten einen Ausreiseantrag stellen oder die DDR illegal verlassen. Das muss unter allen Umständen verhindert werden. Deshalb kümmert sich eine große Schar hauptamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit um die Eigendorfs in Brandenburg. Hauptleute, Unter- und Oberleutnante sind rund um die Uhr im Einsatz. Offiziere der Bezirksverwaltung Potsdam und der Kreisdienststelle Brandenburg überwachen die Aktionen. Hier sitzen die Führungsoffiziere, die ihre Spitzel um Jörg Eigendorf postieren. Hier werden die mitgeschnittenen Telefonate zwischen Sohn und Eltern ausgewertet. Das ist das archivierte Ergebnis einer vierjährigen Bespitzelung mitsamt den Personalakten der Stasi-Mitarbeiter, die mit Ingeborg und Jörg Eigendorf zu tun hatten. Darunter auch die meist wöchentlichen Telefonate von Lutz Eigendorf mit seinen Eltern, die über Jahre abgehört und protokolliert wurden. Ebenso die Wanzen-Protokolle und die Protokolle über eine konspirative Hausdurchsuchung der Eigendorf-Wohnung. Gleich nebenan wohnt Spitzel Assmann, ein Trainerkollege vom Potsdamer Ruderverein. Zum Stasi-Netz gehört auch IM Betreuer, Lehrausbilder im Getriebewerk Brandenburg. Ebenso IM Boxer, ein Mitglied des Deutschen Turn- und Sportbundes. IM Herbert Drath, ein Neffe der Eigendorfs, ein Spitzel in der Verwandtschaft. IM Konstantin zählt zu den Feigenschnüfflern im Lehrerkollegium. Ebenso IM Kunze, der Kollege aus dem Getriebewerk. Auch der stellvertretende Schulrat ist ein Eigendorf-Spitzel, IM Thomas. IM Paulchen, ökonomischer Direktor des Bezirkskrankenhauses, zählt dazu. Auch der hauptamtliche IM Profil gilt als wichtiger Spitzel. Sogar Eigendorfs Hausarzt IM Wegner dient als Spitzel und bricht seine ärztliche Schweigepflicht. Über den hauptamtlichen Führungs-IM Klaus Thalheim gelangen Wegners Untersuchungsergebnisse an die Stasi. Zu den 15 inoffiziellen Mitarbeitern, die Jörg Eigendorf über 4 Jahre bespitzeln, zählen auch die IM Fred, Jochen, Ruder und Student, der Leiter der Lehrproduktion im Getriebewerk.